Die Headlines des Tages. US-Außenminister will harte Antwort an Nordkorea. Georg Dornauer räumt seinen Sessel und Gutscheine von Kika Leiner sollten schnellstmöglich eingelöst werden. US-Außenminister Anthony Blinken hat eine harte Antwort auf die militärische Unterstützung Nordkoreas für Russland im Ukraine-Krieg angekündigt. Blinken sagte am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel, Nordkorea werde für die Beteiligung seiner Truppen am Kampfgeschehen eine harte Antwort erhalten. We had a very productive discussion today. Wir hatten heute eine sehr produktive Diskussion über unsere anhaltende Unterstützung für die Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Aggression sowie über dieses zusätzliche Element, das jetzt von nordkoreanischen Streitkräften in die Schlacht eingebracht wurde und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eine klare Antwort bekommen wird. Nach US-Angaben sind mehr als 10.000 nordkoreanische Soldaten inzwischen in die westliche Region Kursk verlegt worden und hätten bereits begonnen, sich am Kampfgeschehen zu beteiligen. Georg Dornauer nimmt seinen Hut. Nachdem er wegen eines Jagdausflugs mit Pleitier René Benko und eines ominösen Huttauschs in Bedrängnis geraten war, legt der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter jetzt sein Amt nieder. Ich trete nicht zurück, ich trete zur Seite. Ich werde meine Funktion des ersten Landeshauptmanns Stellvertreter zur Verfügung stellen und dem Landesparteivorstand Philipp Wohlgemuth vorschlagen. Ich ziehe mich nach einer ordentlichen Übergabe auf mein Direktmandat im Tiroler Landtag zurück. Philipp Wohlgemuth sei ein langer Mitstreiter für sozialdemokratische Ideen, darum würde er von ihm vorgeschlagen. Auch beim Koalitionspartner hat sich Dornauer bei seinem Abgang noch bedankt. Konsumentinnen und Konsumenten, die noch offene Gutscheine beim insolventen Möbelhaus Kika Leiner haben, müssen nun schnell sein. Wir würden Konsumenten raten, zu versuchen, Gutscheine jetzt einzulösen, so der Verein für Konsumenteninformation. Denn sobald das Insolvenzverfahren eröffnet ist, werde das Unternehmen keine Gutscheine mehr entgegennehmen. Der Insolvenzantrag wird für morgen Donnerstag erwartet. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at. We'll be right back.